Später erfahren sie, dass der Mann aus Schotten gestorben ist. Sabine Jobmann ist niedergeschlagen, spürt ganz intensiv ihre Ohnmacht. Wenn solche Einsätze gelaufen sind, dann fände ich es schon wichtig für mich auch zu wissen, haben wir irgendwas falsch gemacht oder habe ich was falsch gemacht, hätten wir irgendwas anders machen können. Aber letztendlich denke ich mir, das ist jetzt einfach ein schicksalhafter Verlauf. Ärzte begegnen oft dem Tod. Notärzte noch viel häufiger. All der Stress, die Dauerbelastung, die Bilder dieser äußerst intensiven Arbeit müssen verdaut werden. Sabine versucht es mit Sport, Joggen, Wandern, Ski und Radfahren. So lässt sie Dampf ab. Und gerade wenn ich jetzt so zum Beispiel mit diesem tollen Wetter hier durch den Wald radel und hier ist es ruhig und die Bäume rauschen und die Vögel zwitschern, dann kann ich dabei irgendwie total abschalten und dann denke ich auch irgendwann irgendwie an gar nichts mehr, sondern einfach nur noch mich bewegen, mich gut fühlen und dann noch irgendwie schön duschen und dann ist gut, dann fühle ich mich wieder einsatzfähig. Sie hat in ihrem Beruf viele Härten und tragische Schicksale erlebt. Das hat ihren Blick auf das Leben und seine Werte verändert. Ich habe so für mich irgendwie beobachtet, dass Leute, die, sag ich mal, materiell ganz gut gestellt sind, auch ihre Ansprüche einfach immer höher schrauben und irgendwie gar nicht mehr schaffen, glücklich zu sein. Und ich glaube, das überlegt man dann so ein bisschen, wenn man dann teilweise so Einzelschicksale sieht und dann überlegt man auch nochmal neu, was brauche ich wirklich, um glücklich zu sein. Bernd Vorwerk, der Notarzt von der Bundeswehr aus Hamburg, wird mit Christoph 29 zu einem Bewusstlosen gerufen. Der ist vor wenigen Minuten am Elbufer vom Fahrrad gestürzt. Ein Rettungsfahrzeug ohne Notarzt ist auch schon auf dem Weg dorthin. In wenigen Minuten ist der Hubschrauber auf der anderen Seite der Millionenstadt. Die Kollegen vom Rettungswagen haben den Mann bereits zum Landeplatz in einem nahegelegenen Park gefahren. Er hat das Bewusstsein wiedererlangt. Notarzt Vorwerk erfährt, dass der Patient schwer herzkrank sei und seine Medikamente vergessen habe. 12 Uhr den Weg nach links weg, dann kommt er direkt zum Fahren. Guten Morgen. Guten Morgen. Alles klar. So, schönen guten Tag. Hallo. Vorwerk ist mein Name. Machen Sie sich doch bequem. Ein Blick genügt. Der Puls ist zu niedrig. Der Blutdruck zu hoch. Einen kleinen Moment Entspannung. Mein Kollege wird dafür sorgen, dass es erstmal, nachdem es einmal gepiekst hat, wir auch einen Zugang haben. Und dann wollen wir mal gucken, ob wir das Herz noch wieder ein bisschen schneller kriegen und den Blutdruck ein bisschen runter. Vorwerk und Kansi, sein Assistent, können dem Mann schnell helfen. Das richtige Medikament in der richtigen Dosierung und der vergessliche Patient ist fast wieder wohlauf. In die Klinik muss er trotzdem. Ich kümmere mich während der Fahrt, damit wir jetzt keine Zeit verlieren. Ich fahre mit Ihnen gemeinsam. Die Kollegen fliegen rüber ins UKE. Das will ich Ihnen ersparen. Mit dem Flieger in der Luft, das wäre jetzt nichts für Sie. Und ich steige dann wieder um. Einverstanden? Ja, sorgen wir. Gut, dann machen wir das so. Er kommt schon bei 180. Der Patient hat Angst vom Fliegen. Das wäre jetzt zu aufregend für ihn. Während der Fahrt stellt sich auch noch heraus, dass sein Herzschrittmacher schon länger kaputt ist. Den Termin für den Austausch hat er versäumt. Bernd Vorwerk sucht vergeblich nach seinem Krankenausweis. Ja, irgendwann haben sie sich gesagt, wenn er sowieso kaputt ist, brauchen sie auch keinen Ausweis dafür. Ich hab den müssen irgendwo anders hin, einem anderen. Solche Fälle haben sie öfter. Menschen, die ihre schweren Krankheiten nicht ernst genug nehmen. Sie bringen sich selbst in große Gefahr. Und dann soll es halt der Notarzt richten. Der trägt es immer noch mit Humor. Der Patient offensichtlich auch. Als Bernd Vorwerk den Helikopter besteigt, haben sie schon den nächsten Auftrag. In einem Vorort der Elbmetropole liegt eine leblose Person im Wohnzimmer. So jedenfalls meldet es der Funk. Die Dämmerung bricht herein. Sie dürfen nur bis zum Sonnenuntergang fliegen. Aber dieser Fall scheint dringlich. Da müssen sie einfach hin. Landung fast schon im Vorgarten. So eng ist die Siedlung gebaut. Der Notarzt hat inzwischen über Funk erfahren, dass Rettungssanitäter schon minutenlang versuchen, den Mann wiederzubeleben. Okay. Und haben Sie ihn jetzt so vorgefunden? Es war 12er. 12er Atemfrequenz. Bernd Vorwerk versucht noch eine Beatmung durch den Mund und lässt zusätzlich weiter reanimieren. Das ist gemacht. Noch 30 Sekunden. Aber hier ist nicht mehr zu helfen. Der Notarzt erkennt, ja, der Mann ist gestorben.
Lass es, bleibt unverändert. Ach Mensch. Drinnen wissen die Helfer, dass es zu Ende ist. Draußen ist der Helikopter zur Attraktion der Siedlung geworden. Können wir ausmachen. Da gibt's kein Zurück. Auch in der kleinen Straße herrscht jetzt beklemmende Ruhe. Alle warten auf Bernd Vorwerk. Der erklärt der Witwe schonend die notwendigen Formalitäten. Sichtlich mitgenommen erscheint er dann nach einer halben Stunde. Er hat sich Zeit genommen für die trauernde Frau, die jetzt alleine zurückbleibt. Auch der Notarzt will jetzt für sich sein. Ach ja. Diese Arbeit kann sehr einsam machen. Bernd Vorwerk war als Armeearzt an verschiedenen Kriegsschauplätzen tätig, hat viel wegstecken müssen. Nicht mehr helfen zu können, ist für ihn das Schlimmste. Unter ihm geht das Leben einfach weiter. Der Mediziner kämpft mit sich, obwohl es klar war, dass er keine Chance hatte, dem Patienten zu helfen. Und der Tod erinnert ihn an seine ganz persönliche Geschichte. Vor wenigen Wochen erst ist sein eigener Vater gestorben. Manches tut weh. Und das hat mich jetzt berührt, ja. In Frankfurt ist Christoph II im Stadtpark gelandet. Sabine Jobmann und ihr Assistent Rolf Schmidt werden vom Rettungswagen der Berufsfeuerwehr zu einer Patientin gefahren. Herz-Kreislauf-Attacke meldete die Leitstelle. Gar nicht so einfach, die richtige Tür zu finden. Ich halte ihn auf. Ja, einfach. Hallo? Hallo? Die Sanitäterinnen der Feuerwehr sind schon da und berichten, wie sie die Frau vorgefunden haben. Sie ist nach der Morgentoilette zusammengebrochen, war nicht mehr ansprechbar, berichtet ihr Ehemann. Der Puls ist schwach. Die Notärztin bereitet die Infusion vor. Guten Tag. Ja, bleiben Sie mal liegen, wir legen Sie gleich bequemer hin. Die Patientin hat eine schwierige Vorgeschichte. 2004 erlitt sie einen Schlaganfall. Jetzt wirken die Medikamente schnell, der Puls steigt. Sie soll zur Kontrolle in die Klinik. Die Wohnung ist eng, mit einer normalen Trage kommen sie nicht durch. Nix, okay. Tragetuch, ihr zwei, ja. Unten die zwei, ja. Wir zwei, es sind sechs, dann kriegen wir sie im Tragetuch runter. So, es gibt mal einen Stich an der Hand, nicht erschrecken. Sabine Jobmann legt noch eine Infusion, die den Kreislauf stärkt. Dann ist die Patientin über den Berg, viel schneller, als sie erwartet hatten. Die Patientin ist inzwischen wieder ansprechbar. Sie ist übel, sie hat Durchfall. Und es wäre jetzt auch immer möglich, dass das die Ursache ist. Wenig getrunken, dann noch der Infekt dazu, Wasserverlust, dass sie deshalb einfach kollabiert ist und gar nichts anderes vorliegt. Ein erfolgreicher Einsatz und schon der nächste Auftrag. Gib uns 6 Minuten, bis wir unten sind. Dann müssen wir zurück zum Hubschrauber und dann kannst... Ja, genau. Sag dir Bescheid, bitte. Danke, ciao. Blitzstart für Christoph II. Wieder ein schwerer Unfall auf der Autobahn. Ein harter Job im Minutentakt für die drei. Ob am Boden, mit dem Rettungsfahrzeug oder in der Luft mit Christoph II. Sabine Jobmann ist sich sicher, genau die richtige Aufgabe gefunden zu haben. Man kann diesen Menschen auf alle Fälle helfen und das finde ich total positiv. Einfach dieses Miteinander mit den Menschen arbeiten und den Menschen helfen. Nie ans Aufhören gedacht? Nein, bisher habe ich noch nicht ans Aufhören gedacht. Also es ist sicherlich gerade, wenn man jetzt nachts mit dem Notarztwagen unterwegs ist, das sind schon teilweise anstrengende Dienste. Und auch im Sommer, wenn die Dienste auf dem Rettungshubschrauber lang sind, aber irgendwie... Das Fazit am Ende des Tages ist eigentlich immer positiv und so lange mache ich weiter. Arbeiten im Grenzbereich zwischen Leben und Tod. Normalität für die Engel in Orange. In Hamburg ist wieder mal dicke Suppe am Himmel. Die Sicht ist grenzwertig. Sie werden gebraucht, sie wollen fliegen und helfen. Der Pilot muss ständig neu entscheiden, ob bei diesem Wetter noch geflogen werden kann oder nicht. Sie sind unterwegs zu einer Frau mit Herzproblemen. Aber die Hochspannungsleitungen kommen gefährlich näher. Doch der Pilot entscheidet, den Einsatz fortzusetzen. Notarzt Bernd Vorwerk bereitet sich vor. Die Landung ist kompliziert auf der engen Straße. Mit Polizeigeleit kommen sie in die Wohnung.
Jo, vorhin, da müssen wir gemeinsam mal rüber ins Krankenhaus fahren. Ah, das bleibt nicht aus. Nicht? Das ist ja nicht der Regelfall, dass man einfach beim Frühstückstisch kurzfristig zusammenklappt. Ne? Nein, dann wird's auch. Bernd Vorwerk diagnostiziert Herzrhythmusstörungen, möchte das in der Klinik genauer untersuchen lassen. Er erklärt der Patientin, woher ihre Ohnmacht kam. Hier im Moment gar nicht. Ihre Rhythmusstörungen, die Sie gehabt haben, die sorgen dafür, dass der Kopf auch ein bisschen schlechter durchblutet wird. Und dann ist das ein übliches Zeichen. Schön. Ach, wird schon werden. Der Ehemann hat die Polizei und die Feuerwehr angerufen, als seine Frau zusammenbrach. Er ist tief besorgt. Sie war total von den Füßen. Das ist unser Leben, ne? Sind Sie schon lange verheiratet? Doch. 55 Jahre. Oh, Sie machen das ganz toll. Ja. Ich kann nicht. So hin. Ja. Bernd Vorwerk hat die Patientin stabilisiert. Es besteht keine Gefahr mehr. Er hat sie überredet, mitzukommen in die Klinik. Dem Ehemann fällt der Abschied schwer. Schnell noch ein Küsschen. Und das versprechen sie bald zu besuchen. Der Notarzt freut sich über den Erfolg des Einsatzes. Tschüss, Herr Hin. Aber wir haben ja jetzt gesehen, dass mit Hilfe der Medikamente Anheben des Blutdrucks und Stabilisierung der gesamten Herz-Kreislauf-Situation sowohl ihre Ansprechbarkeit, also ihre Vigilanz, sagen wir, wieder deutlich besser geworden ist. Und dann sehen wir mal weiter. Schon auf dem Rückweg zum Heli kommt die nächste Anforderung. Schnell in den Hamburger Norden. Aber der Nebel ist noch dichter geworden. Aber wir haben es ja gerade gesehen, so richtig schnell kommen wir weder über noch unter den Wolken durch. Das wird genauso wieder eine ganz vorsichtige Partie, bis wir auf die Nordseite der Elbe kommen. Eine junge Frau ist verunglückt. Sie wurde von einem Pferd abgeworfen, liegt mit Kopfverletzungen in einem Reitstall. Schon nach wenigen Minuten Flug ist draußen kaum mehr etwas zu sehen. Der Nebel ist wie eine Wand. Sie müssen über die Wolken. Ihr Problem nur, Hubschrauberflug ist Sichtflug. Sie brauchen ein Nebelloch, um sicher wieder herunterzukommen. Jetzt ist ihre ganze Erfahrung und Nervenstärke gefragt. Kirchtürme, Baukräne, Stromleitungen bedeuten Lebensgefahr. An der Miene des Notarztes, der schon so vieles erlebt hat, ist der Ernst der Situation abzulesen. Die Anspannung, die spürt man richtig körperlich in dem Moment. Selbst so ein alter Hase wie Sie. Alter, ja, also wenn man nicht, denke, wenn ich das nicht mehr spüren würde, dann sollte ich mal lassen. Das ist nun mal eine ganz besondere Situation, in der man sich dann findet und auf einer Seite muss man durch, aber auf der anderen Seite ist es eben wichtig, dass man eben auch das Vertrauen hat von seinem fliegenden Personal, dass sie einen sicher durch eine solche Gefahr bringen. Pilot und Assistent geben alles. Dennoch, sie wollen helfen, aber die Wetterbedingungen lassen es kaum zu. Nach langer Suche haben sie eine Lücke zum Abtauchen gefunden. Nur im Tiefflug haben sie die Chance, sich noch einigermaßen zu orientieren. 15 Meter Flughöhe. Mehr ist nicht möglich. Und noch 7 Kilometer bis zur Unfallstelle. Vor einigen Jahren kam es in Hamburg bei ähnlicher Wetterlage zu einem schrecklichen Flugunfall, der 5 Kollegen das Leben kostete. Sie müssen aufgeben, umkehren. Zurück zur Basis, solange das noch möglich ist. Die Reiterin wird von einem Notarztwagen abgeholt. Trotz aller Gefahren und Härten, Bernd Vorwerk liebt seine Arbeit. Bleibe dabei, also Fliegen. Für mich der erstrebenswerteste Arbeitsplatz, als Notarzt auf einem Hubschrauber Dienst zu tun. Und wenn schon nicht Berufung, aber Erfüllung, die finde ich auf jeden Fall in dem Bereich. Ob vor der Frankfurter Skyline oder über dem Hamburger Hafen, Engel in Orange sind immer bereit zu helfen. Die ZDF-Reportage wieder nächsten Sonntag um 18 Uhr. Besuchen Sie uns auch im Internet unter reportage.zdf.de.